ganz schöner schwerer Brocken. 8 Kilo Lego Einzelsteine. Wo ich das ganze Zeug her habe und was ich damit vorhab, schauen wir uns heute in dem Video an. Dafür reisen wir aber erstmal nach Günzburg ins Legoland Deutschland. Denn dort war jetzt die Saisoneröffnung 2024. Wir gucken zusammen in die Fabrik. Ich erkläre euch ein bisschen was dazu und danach gucken wir in die Tüten mit ganz viel Lego. Das könnte für den einen oder anderen ein bisschen langweilig sein. Ich möchte da jetzt auch nicht so viel drin schneiden. Wir gucken einfach in die Tüten, gucken, was da abgeht, was ich damit vorhab und dann haben wir, glaube ich, ein ganz nettes Video für die Leute, die es interessiert. Nennt es einfach mal, sagen wir, ein Podcast zum Anschauen. Wir schauen uns aber erstmal an, wie ich überhaupt zu den Steinen gekommen bin. Es ist früh am Morgen, ich bin nach Günzburg gefahren. Heute ist der, ja, wichtigste Termin für mich im Jahr. Es ist nämlich die Saisoneröffnung 2024 vom Legoland Deutschland. Hier geht es übrigens nicht nur um Lego, man sieht so viele Leute wieder, die man so über die Jahre kennengelernt hat. Also dieses Jahr haben sie sich mal wieder eine ganz besondere Eröffnungsshow einfallen lassen. Klar, das ist für Kinder, aber ins Legoland zum Saisonstart kommen einfach überwiegend Erwachsene, die einfach in die Fabrik stürmen wollen, um Lego einzukaufen. Ach, und da ist sie auch schon, das Ziel der Reise, die Legoland-Fabrik mit ganz vielen neuen Steinen. Wer da drin noch nicht war, das ist ein Lego-Einzelteile-Shop in einer riesengroßen Halle. Also komplett voller Lego und da drin kann man dann 100 Gramm für 10 Euro sind es momentan, glaube ich, einkaufen. Das packt man dann in so Tüten und dann wandert man einfach zur Kasse theoretisch. Allerdings muss jede Tüte einzeln gewogen werden und so hat allein der Bezahlvorgang bei mir 15 Minuten gedauert und ich musste 1,5 Stunden anstehen, bis ich überhaupt drankam. Die Steine in der Fabrik lagern in so großen Kisten und von den Legoland-Mitarbeitern hat man so die Anweisung, dass man jede Steinsorte in eine extra Tüte packt, damit man das an der Kasse leichter kontrollieren kann. Beim Bepacken der Tüte benehmen sich ein paar Leute leider wie die letzten Schweine. Die Steine fallen daneben, klatschen auf den Boden und somit ist nach kürzester Zeit alles voller Lego. Also solltet ihr mal in der Fabrik sein, seid so gut, fällt euch was runter, hebt es auf und schmeißt es zurück. Zu den Einzelteilen gibt es an der Kasse noch große Vitrinen. Da kann man sich Teile aussuchen, die man dann an der Kasse kaufen kann. Das ist immer eine tolle Möglichkeit, um an nette kleine Tierchen zu kommen. Übrigens hat die Lego-Fabrik tatsächlich ihren Namen verdient, denn hier steht eine Spritzgussmaschine und damit werden Lego-Steine produziert. Der Ablauf ist dabei natürlich wie in den großen Lego-Fabriken. Das Granulat wird vom Silo in die Maschine transportiert. Dort wird es natürlich erhitzt, damit man es in die Form spritzen kann. Und am Ende kommt dann der fertige Lego-Stein raus. Diese Steine werden dann auch noch im Legoland bedruckt und so entstehen die Event- und Souvenirsteine fürs Legoland. Klar zu sehen, das hier ist jetzt natürlich ein weißer Duplo-Stein. Denn das Legoland bedruckt auch die Eventsteine für die Discovery Center. Aber normal werden hier die großen gelben Steine fürs Legoland bedruckt. Nächste Station für mich im Legoland ist immer der Lego Outlet Store, ehemals Schnäppchenzelt. Ähnlich wie in der Fabrik bekommt man hier Duplo-Einzelsteine, aber auch Duplo-Figuren und Duplo-Tiere. Viel wichtiger für mich sind aber die Wühlkisten, die es hier gibt. Da kann man sich Steine aussuchen, die man will und 100 Gramm kosten dann 6,50 Euro. Aus den Wühlkisten habe ich dann 1,5 Kilo mitgenommen. So, das war's erstmal zum Legoland. Natürlich ist es wunderschön, sich hier im Miniland umzuschauen. Ich fahre hier aber eigentlich hauptsächlich zum Einkaufen hin. Also kommen wir zum Wesentlichen. Wir schauen uns die Tüten an. Das Ganze schauen wir uns am besten in der Ego-Perspektive an. So können wir in jede Tüte mal reingucken und uns die Steine im Detail angucken. Das erste, was wir uns anschauen, ist dieser Stein. In der Lego-Fabrik gibt es jedes Jahr einen Sonderstein mit dem Jahr drauf. Hier 2024 ist Pflicht, muss natürlich mitgenommen werden. Dann haben wir hier noch 3 Tüten, die schauen wir uns später an. Es muss ja irgendwie was Spannendes dabei bleiben. So, los geht's mit der ersten Tüte. Ganz oben habe ich sehr viel Braun. Ich habe das schon vorher mal ein bisschen sortiert, damit man wenigstens die Brauntöne beieinander hat. Weil Braun, das ist das, was ich für die Asia City gekauft habe. Hier gucken wir mal rein. Da haben wir Bricks 1x1 mit einer Noppe an der Seite. Mega, kriegt man halt einfach so eine ganze Tüte davon. Unglaublich. Also dafür, dass ich ein paar von denen bisher nur hatte, wandert mal weg. Nächste Tüte. Was haben wir da? Ah, da ist auch wieder Braun natürlich. Dann haben wir hier ganz viele Clips. Die habe ich für meine Asia City bisher hergenommen. Brauche ich noch ganz viele. Sind auch richtig cool zur Verzierung von irgendwelchen Holzfresken oder so. Nächste Tüte. Da haben wir... Schauen wir mal. Ah, auch wieder 1x1, aber diesmal mit 2 Noppen an der Seite, die so über die Ecke gehen. Die sind ja auch relativ neu, diese Teile. Auch natürlich schön braun. Das sind jetzt übrigens jedes Mal nicht 100 Gramm,
sondern einfach mal so einen Schwung, mal ein, zwei Hände rein. Oh, das fliegt schon auseinander. So, da haben wir eine Tüte mit, so braunen Dishes. Richtig geil, kann man unter anderem für braune Pilze hernehmen, aber natürlich auch für irgendwelche Lampen oder so. Holz natürlich, ne? Holz ist das Thema. So, nächste Tüte. Was haben wir da? Braun. Oh mein Gott. Hier haben wir auch wieder zwei Noppen an der Seite, also einmal eins mit einer Noppe gegenüberliegend. Richtig toll. Ist auch wieder wichtig für Bautechniken. Ich habe hier so Balkone gebaut. Balkons oder wie nennt man es? Da habe ich diese Teile gebraucht. Das ist natürlich ganz wichtig auch für Bautechnik. Dann haben wir hier in Braun solche Teile hier. Das habe ich gedacht irgendwie als, als Standfüße, die man mal unter einem Balkon latschen kann oder ja, irgendwie ein Haus damit stabilisieren kann. Sieht als Detail auch ganz nett aus. Nächstes Braun. Was haben wir da? Braun mit so einem Clips an der Seite. Ja, keine Ahnung. Also könnte man jetzt auch ein 1x1 mit Clips dran nehmen. Aber manchmal ist es vielleicht einfach stabiler und schöner, wenn man die hernimmt. So. Nächste Tüte. Was haben wir da? Ey, so spannend, oder? Da haben wir auch wieder einmal eins, aber diesmal mit so einem, ja, zwei oder eins langen Bar dran, quasi einer Stange dran. Da kann man halt dann irgendwas dran klipsen. Da haben wir wieder braun und, schön, mit Rillen an der Seite. Ist vielleicht irgendwie als Hauswand vorne dran oder als Verzierung, als Säulen in Braun auch recht nett. Ist natürlich wieder für eine Holzoptik ganz schön. Ich möchte übrigens in Zukunft vielleicht auch mal so ein Wikingerdorf bauen. Da könnte man das dann auch einsetzen. Aber da kommen wir später auch nochmal dazu, was für Wikinger dabei ist. Dann die nächste Tüte. Was haben wir da? Oh, die sind schön. Einmal eins, das ist diesmal dunkelrot mit einer Noppe an der Seite. Da hatte ich zwei Stück. Als ich meine Hauswand gebaut habe für die Asia City, da habe ich zwei Stück gehabt und ich brauchte eigentlich viel mehr. Und dann habe ich diese Kiste gesehen, also war ich total begeistert, muss ich sagen. Freue ich mich. Da habe ich natürlich auch ein bisschen, sieht man es durch, so eine ganze Tüte. Das sind jetzt dann in dem Fall 100 Gramm. Nächste Tüte. Da haben wir normalbraun und Dark Tan. Das ist ein 1x2 Stein mit Noppen auf jeder Seite. Ja, ist auch für eine Bautechnik mal nicht schlecht. Kann man mal haben und in Braun hatte ich es noch gar nicht. Das ist auch manchmal nehme ich auch einfach so Teile mit, wo ich sage, ja gut, ey, in der Farbe, ich habe es noch gar nicht. Jetzt gibt es das mal, wer weiß, wann es das mal wieder gibt. Deswegen nehme ich dann gleich einen ganzen Schwung mit. So, hier einmal eins. Steine ganz normal, ohne Noppe, ohne Zubehör, einfach ganz normale 1x1 Steine, ein paar mitgenommen, habe ich auch beim Bauen gemerkt, kann man gebrauchen. Nächste Tüte, oh, sehr schön. Ich freue mich ja über alles, was dunkelbraun ist und da gab es 1x1 in dunkelbraun. Ich finde, dunkelbraun ist einfach eine richtig schöne Farbe bei Lego. Leider gab es da irgendwie eine andere Farbe, einen anderen Stein gab es auch noch, aber ich glaube, es gab hauptsächlich diese 1x1. Viel mehr an Bausteinen habe ich jetzt nicht gefunden. Nächste Tüte. Da haben wir 1x2 in Platten. Hier auch eine ganze Tüte. Da waren dann wieder 100 Gramm. Hat sich wieder gelohnt. Vielleicht sogar ein bisschen mehr. Ja, ein bisschen mehr geht schon. Dann weitere Platten. Da haben wir 1x4 Platten. Auch einen ganzen Schwung. 100 Gramm messe ich übrigens immer so ab, ich klatsche eine ganze Hand, nochmal eine ganze Hand und dann noch ein bisschen. Meistens haut das schon hin, dann hat man ziemlich genau 100 Gramm. Was haben wir denn da? Jumper Blades in Braun, auch ganz toll. Schön für Bautechniken oder für irgendwelche Verzierungen, nicht schlecht. Holzoptik, ganz wichtig. Nächste Tüte. Oh, wir haben später auch noch ganz viel Pflanzenzeug. Oh, sehr schön. Diese Goldbahn in Braun, auch ganz toll. Da musst du dann auch eine ganze Tüte hernehmen. Kann man auch mal für eine Fassade hernehmen oder auf dem Boden irgendwelche Holzplanken, die man damit darstellt. Ja, mal schauen, was wir damit machen. Ist, glaube ich, auch eine tolle Sache. Dann das nächste Braun.
Hier haben wir, Fliesen, diese, die übers Eck gehen mit so einer schrägen Ecke dann. Auch nicht schlecht. Kann man vielleicht sogar einfach mal dann ein paar Parkettböden darstellen damit. Nächste Tüte. Da haben wir einmal drei Fliesen. Nicht schlecht, hatte ich auch kaum was. Ich kann euch mal kurz zeigen, was ich bisher an Fliesen hatte in Braun. Dann werdet ihr verstehen, warum ich sehr viel Fliesen mitgenommen habe. Ist sehr sinnvoll. Das hier ist das Einzige, was ich bisher in braunen Fliesen hatte. Also ein paar 2x2 und der Rest dann einmal Fliesen. Da ist auch so eine dunkelrote, wobei die dunkelrot auch nicht mehr so ganz ist. Die ist schon fast braun. Es vergilbt nicht, es verbraunt. Ja, also viel mehr hatte ich nicht. Ne? Deswegen bin ich ganz froh, wenn ich da jetzt mal so einen ganzen Schwung im Legoland bekommen habe. Deswegen geht es auch direkt weiter mit Fliesen. Hier haben wir, sehr schön. Das ist auch ganz wichtig, wenn man irgendwie einen Boden machen will. Einmal vier Fliesen in Braun. Richtig toll. Die sind vielleicht ein ganz kleines bisschen mehr als 100 Gramm. Aber habe ich erstmal ausgesorgt und kann ich natürlich auch sehr viel mitmachen. Nächste Tüte, was haben wir denn da? Ich glaube, das sind einmal eins Fliesen in Rund. Jawohl, einmal eins rund. Ja, kann man auch für irgendwelche hübschen Details nehmen. Oder wenn am Wasser so Holzblöcke stehen mit einem einmal eins rund und dann da oben als Abschluss drauf, ist glaube ich auch ganz schön. Dann, was haben wir hier? Ach, guck mal, braun. Ja, ganz schön. Ganz viele tolle Bögen. Kann man natürlich für Eingänge nehmen, aber auch natürlich für irgendwelche Bäume. Einmal hier in so klein und dann einmal der groß. Gab es ganz lange nicht im Legoland, gab es jetzt endlich mal, bin ich echt glücklich drüber. Coole Sache, kann man auch viel mitmachen. Gerade Asia und so, die haben ja manchmal so runde Eingänge oder runde Fenster, da kann man das hernehmen. Braune Eckfliesen quasi. Einmal eins Fliese, wunderschön. Hatte ich auch nicht so viel. Naja, habt ihr gesehen. Hatte generell nicht viel. Dann haben wir hier, noch mehr Fliesen. So viel Fliesen. Ich muss eine ganze neue Kiste mit Fliesen aufmachen. Das ist einmal 8 und einmal 6 als Fliese. Das habe ich einfach zusammengeschüttet. Ja, kommt ja eh dann später zusammen. Nächste Tüte. Da haben wir haben es ja gesehen, so viel habe ich davon nicht. 2x2 in Braun. Fliese. Also für braune Fliesen war schon echt gut dieses Jahr. 2x3 Fliesen sind das. Auch sehr schön. Die hatte ich mal für irgendwas dringend gebraucht. Für das Muster vom Mock. Und dann habe ich mal nachgeguckt. Dann war diese Fliese damals nur in ein oder zwei Sets. Und ich hatte zufällig eins von den Sets. Deswegen konnte ich dann diesen Wagen dazu bauen. War sehr schwierig. Und jetzt hast du eine ganze Tüte davon. Voll geil. 2x4 Fliesen in Braun. Auch nicht schlecht. Boden, Hausfassaden. Werden mal sehen, was wir draus machen. Findet sich eine Gelegenheit. Also ich habe nicht immer für alles einen Plan, aber manchmal ist einfach kaufen in den großen Mengen, kriegst du es ja sonst nicht. Und dann hast du es, wenn du es brauchst. Das ist halt das Schöne. Oh, hier diese Goldbahn in dunkelrot. Ist auch krass, also in der Menge. Hammer. Richtig schön. Das ist wieder was, wenn man zum Beispiel jetzt mal City baut, kann man das hier als Außenfassade hernehmen. Da haben wir 1x2 Steine in dunkelrot. Oh, auch sehr toll. Ich wünschte, sie hätten mehr in dunkelrot gehabt, aber leider nur diese 1x2 Steine kann ich halt für die Asia City auch sehr gut gebrauchen. Aber auch da hatte ich kaum was, deswegen bin ich total glücklich, dass ich wenigstens das habe. Dann haben wir hier 8 Mauernsteine, 1x4 in Nougat ist das, glaube ich, heißt das. Genau, müsste Nougat sein. Auch sehr toll für die Asia City. Also ich habe sehr viel schon für die Asia City eingekauft. Und dann, die sind der Knaller. Ich habe keine Ahnung, wofür man das nehmen könnte. Vielleicht auch für die Asia City, weil da sind auch manchmal solche Fahren, spielen mal immer wieder mal so eine Rolle. Das ist Light Nougat, heißt das, glaube ich, inzwischen. Früher hieß es Light Flash, quasi sehr helle mitteleuropäische Hautfarbe. Und das als Mauerstein. Dann, das war toll. Da habe ich mich drüber gefreut. Mann, oh Mann, guckt euch das an. Kampfdruidenkörper in 10. Der Hammer. Da war einfach so eine ganze Kiste mit so Kampfdruidenkörper.
Ey, das ist Wahnsinn. Guckt euch das an. Kann man vielleicht so dann auch mal als Verzierung hernehmen oder als Bautechnik. Oder man kauft sich natürlich dann, keine Ahnung, über Pricklink zum Beispiel die restlichen Teile des Kampfdruidens. Und dann hat man hier so eine ganze Tüte mit Kampfdruiden. Nicht, dass ich jetzt schon genug Kampfdruiden hätte. So, da haben wir, ich dachte erst, da ist nichts drin, aber da haben wir hell-lilane bedruckte 1x1, wofür das auch immer hergenommen wurde. Jetzt wurde schon gesagt, das könnte vielleicht Bubble Tea sein. Was denkt ihr? Was ist das? Ist vielleicht auch mal ganz nett, irgendwie als komischen Pilz herzunehmen. Nicht schlecht. Nächste Tüte. Oh, jetzt wird's bunter. Wobei, das ist, glaube ich, auch dunkelrot, oder? Jawohl. Dunkelrot, sehr schön, 1x1, kann man gebrauchen, für Asia City natürlich. Also alles, was braun, dunkelbraun und dunkelrot ist, kann man sehr gut für die Asia City natürlich hernehmen. Dann haben wir hier jetzt langsam mal ein bisschen Pflanzen. Und zwar, ja, ich weiß gar nicht, wie ich sagen soll, Mintgelb, das ist schon eine sehr krasse Farbe. Also das ist so ein ganz helles Gelb. Verrückt, gab's. Habe ich noch nie gesehen. Kann man vielleicht als Akzent auch mal sehr gut in einem herbstlichen Baum einsetzen. Dann haben wir jetzt hier immer mehr spezielle Teile. Genau, jetzt kommen nämlich die bedruckten. Also hier haben wir einmal so eine Batterie, dann so ein glitzernder Tisch, 2x2 Tisch und bedruckt, ja, sowas. Ist da sonst noch irgendwas dabei? Also keine Ahnung, was das sein soll. Sieht man das? Ja, sieht man. Also Batterie, so ein 1x1 Blob mit irgendwas drauf gedruckt und diese glitzernde Dish. Ich habe diese ganzen bedruckten Sachen, da gab es so viele. Es gab unglaublich viele bedruckte Sachen, habe ich immer alles in eine Tüte getan. Zum Zeigen ist es jetzt natürlich ein bisschen blöd, aber das kriegen wir schon hin. Ihr habt Zeit und Geduld, ich habe Zeit und Geduld. Oder so ähnlich. Ja, schauen wir mal, was wir da haben. Also, eine Schallplatte haben wir hier. Dann irgendein, ich sag's mal, Roboterteil. Wir haben Melonenecken. Dann das da, glaube ich, ist fast eine Herdplatte. Da ist sogar ein Stud mit drauf. Also bedruckte, ist es eine 2x2 Jumperblade? Ja, schon. Dann haben wir hier noch ein Handy. Wir haben hier ein Pferdchen. Echt cool, so viel bedruckte Sachen. Und sonst war es das erstmal in der Tüte. Ich glaube schon. Irgendwo waren noch ein paar mehr Sachen. Also ich habe nicht immer alles gleich mitgenommen. Manche habe ich auch gedacht, hey gut, da kannst du jetzt nicht so viel gebrauchen. Oh, warte mal, hier ist noch was. Ja, genau, hier das da. Das da, Pizzastückchen. Da habe ich mir sagen lassen, das ist eine Mozzarella-Pizza, eine vegetarische. Jo, bisher gab es sie nur mit Salami. Haben wir sonst noch irgendwas, was ich vergessen habe? Nö. Das war's hier erstmal. Aber tolle Teile. Interessant. Ich habe keinen Plan, was ich damit haben, machen will, aber Hauptsache haben. Genau. Manchmal ist es nur, boah, cool, haben. So, nächste Tüte, Kiste, hätte ich was gesagt. Das ist auch sehr schön. Gibt es seit letztem Jahr neu. Allerdings in dieser Farbe noch nicht im Legoland. Fahren in dunkel getrunken. Waren in dunkelgrün. Also wunderschön. Richtig toll. Gerade in der Farbe kann man gut in der Natur nehmen. Das war, glaube ich, das zweite Dunkelgrün, was ich hatte. Da habe ich auch so, ja, so einen kleinen Sack mitgenommen. Das sind auch ein bisschen mehr als 100 Gramm. Dann haben wir hier, ich glaube, Sandgrün. Genau, die kleinen Leafes, die kleinen Blätter in Sandgrün. Wunderschöne Farbe. Hier auch so eine ganze Tüte mitgenommen. Sehr schön. Nächste Tüte haben wir 1x4 Palisadensteine, habe ich mir sagen lassen, heißen die. Da kommen wir später noch dazu, da habe ich nämlich noch was weiteres. So, einmal in Grau, einmal in Schwarz und 1x2 in Schwarz sind auch noch mit drin. Hier auch so eine kleine Tüte voll. Genau, bisschen was. Kann man bestimmt mal gebrauchen. Nächste Tüte. Oh, da ist wieder viel Bedrucktes drin. Und da ist ein richtiges Highlight an Bedrucktes drin. Nämlich, schauen wir mal, man sieht es schon ein bisschen. Da sind so Wikinger-Teile drin. Das sind so Wikinger-Schilde, würde ich fast sagen. Dann haben wir hier noch sowas Rundes. Ich dachte an eine Filmrolle. Oder vielleicht ist es eine Radkappe. Ich habe keine Ahnung.
Und dieses Teil hier, ja, ist basic, kann man vielleicht für Star Wars hernehmen. Aber diese Wikinger-Schilde, Hammer. Da habe ich dann gleich übertrieben, da habe ich dann so eine ganze Tüte voll mitgenommen. Also, da ist schon ein bisschen was drin. Aber sehr schön, ich möchte nämlich irgendwann mal ein Wikinger-Dorf bauen. Und dann bin ich echt froh, dass ich die Teile habe. Da haben wir ein Sack voll Blätter. Das ist auch kein normales Gelb, das ist so, ja, dunkleres Gelb. Entweder dunkles Gelb oder helles Orange. Aber auch eine sehr schöne Farbe, richtig schön, viel besser als dieses normale Lego-Gelb. Gefällt mir sehr. Allgemein diese dunklen Sachen bei Lego mag ich immer sehr. Dann haben wir hier weitere Palisaden. Dieses Mal in Türkis, richtig knallig. Ja, vielleicht auch mal was für die Asia City, so als Hauswand oder so oder als Trennwand. Bestimmt nicht schlecht. Auch eher eine dunkle Farbe, wobei sie knallig rüberkommt. Eine dunkle, knallige Farbe. Dann haben wir hier Sandgrün. Oh, sandgrüner Bambus. Ist das nicht toll? Richtig schön. Ja, brauchen wir nicht reden. Ist natürlich auch super für die Asia City. Dann, was haben wir denn da? Ah, diese, ich weiß nicht, wie sie heißen, Klappsteine. Aber jetzt nur die Sockel davon. Wenn man die so nebeneinander setzt, dann hat man da auch eine schöne Verzierung. Irgendwie oben am Ende der Hauswand. Ja, schau mal. Also die will ich auf jeden Fall als Verzierung hernehmen. Nicht zum Rumklappen. Da haben wir... Das sind auch nochmal solche Goldbahnen, aber diesmal in Sandgrün. Wunderschön, tolle Farbe. Kann man natürlich auch wieder in dem Fall gut für Häuserwände hernehmen oder irgendwelche Verzierungen. Sehr schön. Dann, nächste Tüte. Was haben wir da? Oh, ganz schön. Die gab es ganz neu. Das sind quasi die Hälfte von einem 2x2 runder Fliese. Also hier, durchsichtig, sieht man. Also quasi 1x2 mit gerundeten Ecken. Toll, in durchsichtig. Ich habe keine Ahnung, was ich damit mache, aber da war jetzt auch wieder der Fall, einfach haben. Nächste Tüte. Da haben wir Blätter drin. Oh, mintgrüne Blätter. Ich würde jetzt sagen, mintgrün ist es. Giftgrün. Ich glaube, fällt auch in die Kategorie haben. Nächste Tüte. Was haben wir denn da? Ah, da haben wir auch wieder Sandgrün. Es gab viele schöne sandgrüne Sachen. Da haben wir einmal eins Bricks mit einer Noppe an der Seite. Sehr schön. Auch sehr gut für die Asia City. Ich möchte ja da auch irgendwo einen Tempel hinbauen. Und da hat man dann auch viel Jade und so. Das muss natürlich, oder altes Kupfer, das muss natürlich dann in Sandgrün sein. So, da haben wir wieder eine Tüte mit bedruckten Sachen. Einmal diese Lüftungsdinger mit einem Loch in der Mitte. Und einmal zwei bedruckt. Also einmal zwei Kurve oder einmal zwei rund bedruckt. Weiß ich nicht, wofür man es nehmen kann, aber wenn es es schon mal gibt, dann nehme ich das mit. Nicht schlecht. Wer weiß, wann es das nochmal gibt. Wahrscheinlich nie wieder. Nächste Tüte. Oh, das ist cool. Da habe ich eine tolle Idee. Oder, könnte man so machen. Also, diese Teile, die sind so Perlmutt, also die sind schon durchsichtig, aber die schimmern so ein bisschen lila. Perlmutt quasi. Gibt es ja immer mehr von Lego solche Teile. Letztes Jahr gab es da einmal eins Rundstats damit. So, und so könnte man das hernehmen, quasi als Disco-Boden. Und ein bisschen beleuchtet und dann geht hier oben die Post ab. Oder man nimmt das so seitlich hin und hat dann irgendwie so Schaufenster als Hintergrund. Also, ich denke, damit kann man schon was machen. Davon habe ich jetzt nicht so viele mitgenommen, so roundabout 10 Stück. Das ist natürlich viel Gewicht und nachdem ja 100 Gramm 10 Euro kosten, hast du da schnell Gewicht zusammen und da hast du für ein paar so Dinger gleich mal 10 Euro gezahlt. Muss ja auch nicht sein. Da haben wir klassische dunkelgraue Goldbahnen. Hatte ich in dunkelgrau noch nicht so viele, bisher nur in hellgrau. Oh, sehr schöne Tüte. Hatte ich zwar schon einige, aber wenn man das schon mal vor Augen hat, schaut mal, Fischis. Sehr schön. Kois in Gold und der traditionelle mit dem roten Punkt auf dem Kopf, die teuren. Sehr schön, gab es auch diese zwei Sorten. Transparent grüne 2x2 Steine. Ja, kann man mal mitnehmen.
vielleicht auch irgendwie als Fenster oder so. Schauen wir mal, was wir damit machen. Dann, oh, das fand ich ganz toll. Solche Gitter hier. Und mit den Gittern habe ich mir gedacht, die kann man vielleicht auch als Zäune hernehmen. Und natürlich kann man mit den normalen Rahmen dann ganze Flächen damit zukleistern. Gibt vielleicht auch eine schöne Optik. In Gold und in Schwarz. Ich wollte es jetzt mehr in Schwarz, weil in Gold habe ich schon einige davon. Sehr schön. Das ist auch nett, dass man dann solche Teile mal im Legoland bekommt. Dann, was haben wir da? Ah, Mauernsteine in dunkelgrün. Das ist nochmal ein bisschen dunkelgrün. Hatte ich schon ein paar, aber noch nicht so viele. Deswegen habe ich da nochmal ein paar mitgenommen. Hatten wir ja auch schon mal im Video, wo ich die Mauer dann gebaut habe für den Anfang der Arche sitzen. Ja, und das sollte nicht passieren. Sandblau, einmal eins. Sehr schön. Damit es nicht langweilig wird, habe ich dann auch noch sehr viel zum Zusammensammeln. Sehr schön. So, ich habe das kurz ein bisschen beiseite geräumt. Weiter geht's. Da haben wir... Die Tüte ist zu. Ah, hier nochmal so Bambusteile in Normalgrün, diesem Standardgrün. Ich muss sagen, die Sandgrünen gefallen mir ein bisschen besser, aber die sind natürlich auch nicht schlecht. Ne? Hatte ich schon einige, deswegen habe ich da nur so ein bisschen was mitgenommen. Was haben wir da? Ah, wieder Mauersteine in Sandblau und in Knallgrün, Mint, Knall, Mintgrün. Das leuchtet, ne? Aber es leuchtet nicht im Dunkeln. Leuchtet nur jetzt hier so im Licht. Schau mal, was wir damit machen. Ich habe keine Ahnung. Was haben wir da? Ah, die Teile, die waren einfach in der Box zusammengeworfen, beziehungsweise die hier waren daneben. Da ist so ein Auge drauf gedruckt. Das ist so ein Slimegrün. Also dieses recht helle Grün. Kein Mintgrün. Und dann haben wir hier die Dishes noch in Braun, Schwarz und Rot. Ja, waren alle in einer Box, deswegen sind die ja da jetzt reingemischt. Ich hatte zwar schon so braune Dishes, die hatte ich mir aber extra raussortiert und dann habe ich mir gedacht, ach egal, die anderen kannst du vielleicht auch mal für Pilze oder irgendwelche Lampen gebrauchen. Haust du einfach damit rein und dann ist da so eine Tüte zusammengekommen. Jo, nächste Tüte. Haha, ja, da gibt es eine Vorgeschichte. Ah nee, das ist das gar nicht. Vorgeschichte kommt dann gleich. So, das sind diese Einführungsschienen. Also hier kann man Schienen mit dran machen. Diese Einführungsteile, die gab es bloß in diesem Bahnhof. Wollte ich unbedingt mal haben, weil so kannst du halt die Züge recht einfach einfädeln. Geht mit dem Teil ein bisschen leichter oder runterfahren lassen. Ja, habe ich jetzt 4 Stück mitgenommen. Viel mehr brauchst du da auch nicht. Gab es halt jetzt im Legoland. Voll cool, muss ich das Set nicht kaufen. Habe ich mir das Set gespart, weil hätte eigentlich nur wegen den Teilen das Set gekauft. Oh, das ist auch ganz toll. Davon hatte ich bisher, glaube ich, keine Ahnung, 4 Stück. Studs mit Loch in der Mitte. 1x1. Sehr cool, in dunkelgrau. Sehr schöne Sache. Kann man sehr viel benutzen für irgendwelche Bautechniken. Also, klasse. So eine ganze Tüte voll. Oh, da sehe ich schon. Das ist auch wieder für die Asia City. Genau. Kirschbäume, ihr wisst ja, in meinem Asia City Video, wo ich angefangen habe, habe ich diesen Kirschbaum gebaut. Dafür kann man für die Blüten das sehr gut hernehmen. Nächste Tüte. Was haben wir da? Okay, da gab es dann so Riesennoten. Playday. Ich glaube, das müsste aus dem Klavier sein. Ja, ich tue die mal beiseite. Mal gucken, was wir sonst noch haben. Aha. Bubblegum. Bubblegum. Keine Ahnung, wofür man so viel braucht. Und solche Sanduhren. Das sieht sehr griechisch aus. Kann man vielleicht auch mal in einem netten Mock hernehmen. Gucken wir mal, was man damit macht. Oder wenn man ganz viele nebeneinander macht, dann hat man auch irgendwie eine Verzierung. Mal schauen. Mal schauen. Ich lebe ja vielleicht noch ein bisschen länger auf der Welt. Dann kann ich ja noch ein paar Mocks bauen. Nächste Tüte. Was haben wir da? Oh, ganz viel cooles Bedrucktes. Oh, 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 das ist toll. So, jetzt müssen wir mal gucken. Das erste haut schon ab. Also, hier, da haben wir so ein Stromanschlussding. Keine Ahnung. Dann Augen, dann Wikinger-Schild oder Gemälde, keine Ahnung. Und das wollte ich schon lange haben. 1x4 Wikinger bedruckt. Super, wollte ich schon sehr lange haben. Das wollte ich auch gerne für die Asia City haben. War früher immer sauteuer. Ich weiß gar nicht, wie der Kurs inzwischen liegt. Also richtig cool. Und dann haben wir hier noch so ja hellblaue, so richtiges Blau ist es nicht. Auch fast mintblau. Und solche... Absperrungen. Echt cool, dass da so viele Wikinger-Sachen gab. Wir nähern uns, glaube ich, langsam dem Ende.
wer jetzt noch dabei ist, Respekt. Schön, dass euch das soweit interessiert. Oh, an die Kamera gekommen. 1x2 abgerundet, teils in weiß, beige, grau und schwarz. Ist auch ganz toll, kann man auch für schöne Verzierungen hernehmen. Mal gucken, was wir daraus machen. Aber ich glaube, das kann ich schon sehr gut brauchen in der Asia City. In braun wäre es natürlich noch cool gewesen. Da haben wir auch wieder so Perlmutt-Sachen hier. Ey, die sehen einfach cool aus, die Dinger. Matt durchsichtig, 2x2. Sehr schön. Gibt vielleicht auch einen ganz coolen Effekt, wenn man die irgendwo verbaut mit einem passenden Licht dazu. Oh, und das ist auch ganz toll. Da freue ich mich auch drauf. Asia City. Und zwar sind das hier eigentlich so Fensterläden. Und bei den Fensterläden habe ich mir gedacht, wenn man die jetzt so seitlich hinnimmt, dann hat man da auch schöne Zäune oder schöne Absperrungen, schönes Geländer, so quasi. Ja, dazwischen drin den Pfosten, dann hat man auch ein sehr schönes Geländer. Also kann man auch gebrauchen. Wäre natürlich jetzt in Braun auch wieder schöner. In Weiß, vielleicht könnte man eher gebrauchen. Gelb, weiß ich nicht. Schauen wir mal, wie bunt die Asia City wird. Vielleicht kann man das irgendwie an dem Balkon auch nochmal benutzen. Da ist wahrscheinlicher, dass dann irgendwie so ein gelbes Geländer oder weißes Geländer dran ist. Jo, nächste Tüte. Da haben wir Dark Orange. Schön. 1x1 Dark Orange, auch eine schöne Farbe. Kann man eigentlich nicht genug haben. Jawohl, Goldbahn. Goldbahn in Sandblau. Tolle Sache. Habe ich so auch noch nie gesehen. Kann man mal mitnehmen. Dann Dark Orange. Richtig cool, wieder diese Goldbahn in Dark Orange, habe ich so auch noch nicht gesehen. In der Menge, echt Hammer. Wenn man halt so Sachen in solchen Mengen hat, dann ergibt das so ganz andere Möglichkeiten zu bauen. Ne? Jetzt brauche ich es vielleicht noch nicht, aber vielleicht in der Zukunft. Dann haben wir hier Dunkelgrün, auch sehr schön, mit Noppe an der Seite. 1x1 mit Noppe an der Seite und 10, also Beige mit Noppe an der Seite. Also ein bisschen Dunkelgrün gab es schon, aber jetzt nicht so die große Menge. Ganz viele Glasscheiben. Ja, in verschiedenen Größen, Farben, Formen, überwiegend in so einem ja, Trans-Hellblau heißt das, glaube ich, und in dem Weiß, aber beziehungsweise Clear, aber das Clear ist eher milchig inzwischen. Das wissen wir ja, dass es bei Lego mit den transparenten Teilen nicht mehr so gut läuft. Die Teile waren alle in einer Kiste, das heißt, man musste die Hand reinstecken und dann in die Tüte werfen. Was ich mich hier mehr gefreut habe, wäre so transparent schwarz. Das ist eine sehr schöne Farbe. Als Glasscheiben habe ich in der Asia City auch schon verbaut. Nochmal ein Sandgrün. 1x1 Sandgrün. Schöne Farbe. Kann man nichts meckern. Was ist das? Ah, Dark Ten, oder? Genau, Dark Ten. Also dunkles Beige. 1x1 Platte. Kann man auch immer gebrauchen. Gerade das ist zum Beispiel ganz gut für Boden. Ne? In Felucia habe ich sowas sehr oft benutzt. Einfach so 1x1 Platten zwischendrin. Dann hast du schon so einen sehr unebenen Boden. Dann in Gold noch. Auch für die Asia City sehr gut. Gold muss natürlich auch her. 1x1 für die Asia City. In Gold. Dann, was haben wir da? Das ist... muss ein helles Nougat sein? Medium Nougat oder so, glaube ich. Ja, ist glaube ich Nougat. 1x1, Medium Nougat in 1x1. Ich bin mir immer gar nicht so sicher mit der Bezeichnung von der Farben. Da gibt es auch so eine Farbtabelle. Die hätte ich eigentlich ganz gerne mal. Ah, sehr schön. Die sind auch neu in hellgrau. 1x1 abgerundet, also quasi ein halbes 2x2. Sehr schön. Sehr, sehr gut. Oh, und das waren auch tolle Teile. Da wäre es schön, wenn die noch in anderen Farben gegeben hätte. Die hier habe ich so auch zuvor noch nie gesehen. Das ist jetzt hier transparent. Und zwar sind die abgerundet. Also quasi auch ein halbe 2x2 rund. Ne? Das aber halt dann als ganze Säule. Richtig schön. Kann man vielleicht auch mal was Cooles machen. Wäre schön gewesen, wenn man das jetzt noch in anderen Farben gehabt hätte. In Weiß gab es noch, aber Weiß halte ich mich immer ein bisschen von fern. Wenn man jetzt zwei zusammentut, dann hat man halt so eine ganze runde Säule. Ne? Schön. Schönes Teil. Ah, hier übers Eck. Ne? 1x1 mit Noppen übers Eck in hellgrau, dunkelgrau. Auch schöne Sache zum Bauen. Kann man immer gebrauchen. Die hier wieder, diese halbrunden in Weiß. Hatten wir ja gerade schon in Grau. Da kommen sie nochmal in Schwarz, glaube ich. Schauen wir mal. Jawohl, in Schwarz sind sie auch am Start. Also früher hat mir das nicht so gefallen, wenn neue Teile auf den Markt gekommen sind. Aber inzwischen
finde ich das schon, weil man da kreativer beim Bauen sein kann. Dann hier, das ist kein normales Gelb, das ist so ein dunkleres Gelb oder helles Orange, wer weiß. Aber auch eine sehr schöne Farbe. Was haben wir da? Oh, das sieht interessant aus. Irgendwas Transparentes. Transparent hellblau. Einmal zwei Platten in transparent hellblau. Sehr schön. Auch eine ganze Tüte mitgenommen. Eigentlich hätte ich da mehr mitnehmen sollen, aber ich war mir nicht sicher, ob ich da jetzt vielleicht sogar schon zu viel habe. Aber ja, wenn man mal baut, merkt man, dass zu viel eigentlich nicht gibt. Dann haben wir hier Dark Orange. Das ist Fliese 2x4 mit abgerundeten Ecken. So ist es. Sehr schön. Gibt es, glaube ich, auch seit 2-3 Jahren. Ah, jetzt kommen die Platten, wo ich vorhin schon meinte. Jetzt hat. Fußballfelder. Sehr schön. Das ist 8x16, oder? 8x16? Ja, 8x16. Fußballfelder. Und da gibt es in der Mitte noch so einen runden Punkt. Und ich habe den Fehler gemacht, dass ich mal, die gab es jetzt letztes Jahr schon im Legoland, dass ich ganz viele von diesen runden Punkten in der Mitte genommen habe, von diesen Fußballfeldern. Und jetzt hatte ich ganz viele runde Punkte übrig, aber die Außenteile quasi nicht. Das habe ich jetzt. Ja, fragt mich nicht, was man damit will. Ich habe keine Ahnung. Ihr wisst ja, manchmal ist es einfach nur haben. Cooles Teil, haben. Jetzt, da kommt noch mal so eine ganze Tüte mit bedruckten Sachen. Und das habe ich schon vorbereitet, weil das ist einfach viel zu viel. Schaut mal, da ist alles bedrucktes Zeug, ne? Alles voll mit bedrucktem Zeug. Da haben wir einmal so ein Bedienpanel, Star Wars würde ich sagen, ein Hypnose-Ding, ein Schlüssel, eine Limette. Dann haben wir hier noch eine Pfote, 5 Taler, keine Ahnung, schlag mich tot. Ein Herzgebäck, eine Spinne, dann ja so ein, ich glaube das ist aus den Tiersets, so ein Medic-Zeichen, eine Checkkarte auf dem Handy, ja, kann man mit NFC zahlen. Dann haben wir hier die neue Anzeige, die ist glaube ich auch relativ neu. Keyboard, dann hier aus dem Kaffeeladen, dann haben wir hier so ein Star Wars Bedienpanel, finde ich voll cool, dass sie das hatten, habe ich natürlich auch gleich eine Menge mitgenommen. News, ich mag diese ganzen News-Zeitungen. Dann haben wir hier aus dem Winnie-Pooh-Set, haben wir hier so ein Gästebuch, einen Spiegel, der nicht richtig spiegelt, sondern nur funkelt und ein Gemälde. Tolle Teile, muss ich sagen, hat mich sehr gefreut. Bald geschafft mit den Tüten und dann gucken wir uns die Tüten noch an. Da sind nämlich coole Sachen drin. Da gab es letztes Jahr so Loopings, das sind glaube ich die Einfahrdinger dafür. Wenn nicht, dann habe ich jetzt einfach knallgrüne Rampen. Dann, na, geh weg. Das da, das ist auch so ein bisschen Perlmutt, aber in dunkelblau oder hellblau. Ja, es funkelt. Es funkelt wunderbar. Fragt mich nicht, was man damit machen will. Vielleicht irgendwie als Wasserfontäne oder... Ja, keine Ahnung. Ihr wisst ja, einfach nur haben. Dann haben wir diese Rampe nochmal in Orange. Und dieses Teil hier haben wir noch. Das da hier zum Beispiel war in den Ninjago Gardens oben als Fenster mit drin. Als Kuppel. Sehr schönes Teil. Habe ich schon ein paar davon, aber musste ich nochmal mitnehmen. Und dieses Teil dann nochmal in transparent blau. Transparent hellblau. Sehr schönes Teil. Super toll, gab es jetzt zum ersten Mal im Legoland. Ich weiß nicht, aus welchem Set das ist, aber kam mir sehr selten vor. Könnte man vielleicht mal für irgendeine Klonbasis nehmen. Jetzt kommen wir zu den nächsten Tüten. Im Legoland kann man nicht nur Steine kaufen, sondern auch Tiere. Den Orca habe ich mir gekauft. Den wollte ich unbedingt haben. Voll cool. Konnte man einzeln kaufen. Dann den weißen Hai. Sehr cool. Ich habe mir sagen lassen, der ist nur in einem, keine Ahnung, 150-Euro-Set. Sehr, sehr cool. Den möchte ich in der Asia City mit unterbringen. Den möchte ich nämlich so hängen lassen. Quasi so hängen lassen. Von irgendwelchen Fischern. Wie man es halt aus irgendwelchen Filmen kennt. Sehr cool. Den Hai habe ich mir dann auch zweimal mitgenommen. Wenn der schon mal so selten ist. Dann ein Eisbär. Sehr schön. Ich glaube, ich habe bloß die Eisbär-Babys bisher. Jetzt haben die ja auch eine Mami. Dann endlich eine Kuh. Ich wollte schon lange eine Kuh haben. Sehr schön. Die Kuh habe ich dann auch zweimal mitgenommen. So, zweimal. Und seit ein paar Jahren gibt es Pferde mit so beweglichen Hinterläufen. Die haben ja die Pferde neu designt. Da habe ich auch mal ein Video dazu gemacht.
Und in Weiß hatte ich sie noch nicht. Jetzt hatten sie auch mal in Weiß da. Habe ich gleich zwei mitgenommen. Genau, das sind schon mal die Tiere. Kommt ihr wieder zurück in euer Zuhause. Dann gab es noch diverse Polypacks. Unter anderem das Animal Crossing Polypack. Das ist ja recht neu. Die Figuren... Ich wollte unbedingt so Animal Crossing Figuren haben. Ich baue ja gerne in meine Mocs irgendwelche Figuren mit ein aus anderen Themen. So als Easter Eggs. Da muss das natürlich mit rein. Das Polypack habe ich mir dann gleich ein paar Mal mitgenommen. Dann hat man die Figur auch ein paar Mal. Dann gab es das neue Draco in the Forbidden Forest. Das ist ja auch ganz neu. Erweiterungsset zu dem größeren Forbidden Forest Set, wo Draco ja fehlt, obwohl der dazu gehört. Das gibt es als Erweiterung dann in dem Polypack. Natürlich gleich ein paar Mal. Also Polypacks versuche ich immer gleich so zwei, dreimal mitzunehmen. Das Marvel Polypack habe ich mir dann noch mitgenommen mit Venom. Und im Legoland ist auch immer so eine coole Gelegenheit, um sich Achterbahnen zu holen. So, das sind nämlich jetzt Loopings, Achterbahnschienen. Die sind ziemlich teuer, aber man bekommt sie dafür dann im Legoland einfach so einzeln. Und muss sich dafür nicht das ganze Set kaufen. Das wird in 6er-Sets verkauft. Da habe ich dann 2 6er-Sets gekauft. Also jeweils 6 Schienen sind das dann. Hat man den Looping. Und dann habe ich hier noch diese Achterbahnwagen in Braun. Da kann man dann vielleicht mal eine Holzachterbahn draus bauen. Und dann war ich ja noch im Schnäppchenzelt, beziehungsweise Outlet Store nennen die das inzwischen, glaube ich. Da waren dann auch ganze Figurenteile mit drin. Hier so einen Kopf habe ich mit rausgefischt und alles Mögliche, weil die schmeißen dort auch Sets rein. 1,5 Kilo habe ich dort mitgenommen. Das ist jetzt das Zeug, was ich noch nicht sortiert habe. Und da habe ich dann einiges schon vorsortiert, was ich dann in größeren Mengen raussortiert habe. Palisaden 1x4 ist natürlich auch für die Asia City. Da muss ich sagen, da bin ich ganz froh. Da haben mir alle ringsrum mitgeholfen. Jeder immer hier noch eine Palisade, hier noch eine Palisade. Und dadurch habe ich dann so eine ganze Kiste voll gekriegt. Super, kann ich gut für die Asia City hernehmen. Dann einiges an 2x4 Steinen und ein paar längere braune, aber hauptsächlich dann in diesen Farben. Also man sieht schon, ich habe da gezielt raussortiert, nicht einfach die Hand genommen und reingeschmissen. Das war jetzt gezielt raussortiert. Dann ist hier teilweise auch noch von Sets was mit dabei gewesen, so goldene Teile, die habe ich raussortiert. Und 4x4 Fliesen in dunkelgrau und hellgrau, die gab es letztes Jahr auch in der Fabrik. Jetzt habe ich da noch mal ein paar mitgenommen. Ein paar sehen aber auch schon ziemlich verkratzt aus, so wie ich es gesehen habe. Dann haben wir hier noch ein paar Platten und Fensterrahmen. Die Fensterrahmen natürlich, oh, sehe ich jetzt gerade erst. Aufkleber, ja cool, ist auch irgendwas Asiatisches. Ja. Aber da sind wir schon beim Thema. Ist natürlich auch wieder alles schön für die Asia City. Schöne Türrahmen, die man da benutzen kann. Platten finde ich immer gut. Gerade in den Farben, dunkle Farben, nicht schlecht. Kann man immer zum Bauen nehmen. Dann haben wir hier einige bedruckte Fensterscheiben. Das ist ganz lustig. Die lagen da einfach so drin mit 2 Motiven. Das ist natürlich aus irgendeinem City-Set. Die lagen da drin. Und das Lustige ist, in der Lego-Fabrik wurden die extra einzeln verkauft. Und so konnte man die einfach rausnehmen und hatte dann ein paar. Und die bedruckten Teile hier waren noch drin. Ah, schöne Sache. Dann das da hier in Nougat. Dann hier mit so einem Schlitz drin in Nougat. Diese hier in einem sehr hellen Blau. Ich weiß gar nicht, wie man das da nennt. Aber tolle Sache. Und das Komische war, da waren nur diese, ich glaube, 1x10 ist es oder 1x8. Nur diese waren da drin in der Farbe. Und noch ein paar Mauernsteine, das hätte ich mir eigentlich sparen können, weil da habe ich ja eine ganze Tüte mitgenommen. Was auch ganz schön war, sehr viele Pflanzenteile. Diese 2x2 Pflanzen, dann die alten Palmwedel waren drin. Wir hatten, wie gesagt, ein paar Minifigurenteile drin. Da waren dann solche Paddel da, ein ganzer Schwung drin. Und diese neuen Bananenblätter. So heißen die. Ganz schön. Ich habe es jetzt hier in so einem Türkis und in dem Beige. Braun habe ich es noch irgendwann mal gesehen. Die hat aber jemand anders mitgenommen. Hier ein ganzer Schwung an so Rädern mit einer Achse drin. Mit einem Achsloch. Und mit so Pins an der Seite. Da dachte ich mir, kann man vielleicht auch mal so Türmchen, so Säulen draus bauen oder so, also für Bautechnik hernehmen. Dann gab es einiges an beigen Bögen in verschiedenen Größen, also 3x, 4x und 2 hoch. Also da gab es einiges, keine Ahnung, wie das da drin gelandet ist. Vielleicht haben sie da irgendwie Hogwarts zerlegt oder so. Dann ganz viele von diesen Curved Slopes, 2 breit in 10. Dann, das fand ich ganz toll, ganz viele bedruckte Schweinchen-Asia-Dinger. Schauen wir mal, so Holzoptik.
Sehr cool. Sehr, sehr cool. Da habe ich mich sehr gefreut. Ist natürlich für die ASRCD wieder klasse. Kann man irgendwo als Plakate anbringen oder so. Dann das fand ich nett. Hier Käseecken mit so bedruckten Augen drauf. Keine Ahnung, woher das kommt. Dann einiges an schwarz-transparenten Fliesen. Das ist ganz cool. Hier schon wieder Mauerteile, die ich eigentlich schon habe. Brauche ich gar nicht. Keine Ahnung, was da passiert ist. Und darüber habe ich mich sehr gefreut. Braune, ja, ich sage jetzt mal so Lenker mit so längeren Stielen da dran. In Schwarz, eins in Grau habe ich noch gefunden. In Braun ist natürlich super für Bäume. Und das hier fand ich auch so klasse. Die waren überall da drin. Habe ich mir natürlich einiges rausgenommen. Ist für die Asia City top als Verzierung, ist für Bäume toll, ist für Bautechniken manchmal ganz gut. Also tolles Teil in der Farbe, top, wunderschön. Dann hier haben wir noch mal ein bisschen mit so einem Haken dran in Beige. Dann einmal zwei mit Slope dran und dann hier solche mit so einem Clip. Sehr schön, schöne Teile. So, haben wir es geschafft. War mal wieder ein bisschen anderes Video hier aus meinem Lego-Zimmer. Ich hoffe, euch hat das trotzdem interessiert und ich habe euch jetzt nicht todesgelangweilt. Naja, wen es interessiert hat, der ist bestimmt bis zum Schluss dran geblieben. Ich muss jetzt den ganzen Kruscht hier wieder aufräumen und dann sehen wir uns zum nächsten Video. Bleibt neugierig! Hi, ein Haar.